Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Jurassic Park Operation Genesis. Heute sind es 4 Folgen, einmal Jurassic Park, einmal Obscure 2, einmal der Herr der Ringe Online und einmal Blacks Fazit. Beim letzten Mal hatten wir, wie der Titel schon verrät, viel mit Finanzen zu tun. Wir hatten eine Weile richtige Schulden. Uns wurde auch mal gedroht, den Park zu schließen, wenn wir die Schulden nicht abbauen. Wir hatten mal Regen, aber leider keine Regenschirme. Die sind erst kurz Zeit später gekommen. Wir haben ein bisschen unsere Triosaurier und unsere Ceratosaurus beobachtet. Und wir haben den ersten halben Stern bekommen. Heute gehen wir in die Dinopädie. Weil es in den Kommentaren hieß, zwar zur vorletzten Folge, aber trotzdem, dass ich alles vorlesen soll. Ich hoffe, die Dinopädie dauert nicht zu lange. Aber ja, stell dich mal darauf ein, dass wir heute viel lesen. Hier gehen wir erstmal ins Dinosaurier-Grundwissen. Hier lesen wir natürlich nicht alles, weil Beliebtheit kennen wir schon. Mesozoik kommt seit Diagramm und Größenvergleich kennen wir auch schon. Aber die untere 3 Sachen lesen wir hier. Und hier lesen wir die Parkverwaltung mit allen Sachen außer den Zukunftsplänen und die Krankheiten. Die Dinoarten lese ich nicht vor, weil, wie schon beim letzten Part gesagt, die haben wir ja dann selber im Park. Also fangen wir an mit Ernährung und Fütterung. Dinosaurier müssen regelmäßig gefüttert werden. Die großen Körper verbrauchen sehr viele Nährstoffe. Aus Sicherheitsgründen haben Ingenieurwissenschaftler alle Dinosaurier automatisch lysinabhängig gemacht. Das heißt, dass ihre Dinosaurier schnell geschwächt werden und sterben, wenn sie nicht regelmäßig gefüttert werden. Die Lysinabhängigkeit kennt man ja aus anderen Jurassic Park Spielen, ich glaube auch aus den Filmen. Die beste Quelle für Lysin angereichertes Futter sind Ingens automatische Futterspender. Diese automatisierten Geräte sind die sicherste Möglichkeit, die regelmäßige Fütterung ihrer Dinosaurier zu gewährleisten. Alle Spender sind so eingestellt, dass sie dem Lysinbedarf der einzelnen Dinosaurier entsprechen. Wenn ein Dino gefüttert werden muss, gibt das Gerät automatisch Futter für alle in der Nähe befindlichen Saurier aus. Haben wir beim letzten Mal gesehen. Allerdings nur, wenn man Geld hat. Das haben wir auch gesehen. Für die Ernährung ihrer Fleischfresser, auch Karnivoren genannt, stehen ihnen im Jurassic Park 2 Möglichkeiten zur Verfügung. Genetisch verändertes Weidevieh oder andere Dinosaurier. InGen versorgte sie mit genetisch veränderten Ziegen und Rindern, die reich an Lysin und frei von Schadstoffen sind. Aber Vorsicht! Weidevieh mag zwar die Fleischfresser nicht verhungern lassen, deckt aber nicht alle Bedürfnisse. Große Fleischfresser haben einen unwiderstehlichen Jagdtrieb. Aber beim letzten Mal ja auch gesehen, ihr wisst, ich nehme da immer Kühe, weil ich denke, dass das die Fleischfresser länger satt macht und auch den Jagdtrieb etwas besser befriedigt. Aber man kann theoretisch auch Ziegen nehmen, wie es ja auch in Jurassic Park 1 der Fall war. Fleischfresser bevorzugen es, ihre Beute zu jagen. Genetisch verändertes Weidevieh stellt für die großen Raubechsen jedoch kaum eine Herausforderung dar. Um zu vermeiden, dass Fleischfresser aufgrund mangelnder Jagdmöglichkeiten unter Stress leiden, wird empfohlen, die Ernährung der Fleischfresser mit ihrer bevorzugten Jagdbeute zu ergänzen. In ihrer Dinopädie finden Sie Einzelheiten dazu. Das habe ich, wie gesagt, nie gemacht, weil das kostet einem halt Dinos. Einfach die Dinos, die der Fleischfresser jagt und tötet. Ich hatte damit auch nie ein Problem. Sollten wir bei uns im Let's Play damit Probleme haben oder ihr das wollen, können wir es eventuell anders handhaben. Auch wenn Fleischfresser die Jagd lieben, lassen sie ihre getötete Beute oft liegen und reifen, um sie später zu fressen. Fleischfresser sind nicht wählerisch und machen sich fröhlich über die Kadaver von Dinosauriern her, wenn sie welche finden. Logischerweise. Für die Ernährung ihrer Pflanzenfresser, auch Herbivoren genannt, stehen ihnen genau wie für ihre Fleischfresser 2 Möglichkeiten zur Verfügung. Behandelte Futtermittel und Bäume. Die behandelten Futtermittel bestehen aus Ballen mit Lysin angereicherter Pflanzen, die einer Vorbehandlung unterzogen wurden, um die Verdauung der Dinosaurier zu unterstützen. Diese Futtermittel sind zwar teuer, bieten Pflanzenfressern aber alle benötigten Nährstoffe. Ihr wisst ja, da nehme ich immer Paleoballen, einfach weil sie gesünder sind und genauso wie bei den Bäumen.
Und ja, wird auch hier schön gesagt, die sind einfach sicher, die unterstützen die Verdauung und haben alles, was die Pflanzenfresser brauchen. Und dann gibt es natürlich noch die Bäume. Pflanzenfresser grasen aus Reflex langsam die Pflanzen in ihrem Gehege ab. Moderne Bäume enthalten eine Reihe von Giftstoffen, die Dinosaurier vergiften können. Es wird daher empfohlen, in allen Dinosauriergehegen Paleobäume anzupflanzen. Auch wenn Pflanzenfresser beim Fressen von Bäumen nicht mit sämtlichen benötigten Nährstoffen versorgt werden, reduziert das doch die Stressfaktoren, weil sie sich wie in der freien Natur verhalten können. Auch hier habe ich aber im letzten Part schon genannt, gerne in die Kommentare, wenn wir mal mehr Bäume pflanzen sollen. Aber wir haben ja am Anfang bei der Insel komplett 100% Bäume gehabt. Deswegen ist das wohl nicht so schwierig. Große Fleischfresser brauchen pro Monat wenigstens eine Kuh. Ingen schätzt, dass ein ähnlicher Lysinbedarf auch von den Kadavern zwei kleinerer oder eines größeren Dinosauriers abgedeckt wird. Kleine Fleischfresser. Der schnelle Stoffwechsel dieser Dinosaurier verlangt, dass sie wenigstens eine Ziege pro Monat fressen. Jäger sollten auch einen kleinen Dinosaurier oder eine vergleichbare Futtermenge verzehren. Ja, wir haben es gesehen, der Cerato zum Beispiel gilt ja als kleiner Fleischfresser und hat jetzt in 4 von 6 Monaten hat er 3 Kühe gefressen. Das heißt, ja, alle 2 Monate eine. Das war ganz interessant. Große Pflanzenfresser brauchen pro Monat wenigstens 2 Ballen behandelter Futtermittel. Ingen hat berechnet, dass sie pro Monat 2 Bäume abgrasen. Und kleine Pflanzenfresser verzehren einen Ballen pro Monat. Stoffwechselanalysen haben ergeben, dass diese Dinosaurier alle 2 Monate einen Baum abgrasen. Das war Ernährung und Fütterung. Wenn es jetzt irgendwo zu schnell geht, gerne in die Kommentare. Ich würde halt das jetzt möglichst schnell durchlesen wollen. Einfach, damit wir noch irgendwas anderes machen als lesen. Aber wir schauen mal weiter. DNA und Fossilien. Ingen kann mit Hilfe revolutionärer Klontechnologie auf ausgestorbene Dinosaurier wieder auferstehen lassen. Nachdem DNA aus Fossilmaterialien isoliert worden ist, werden Dinosaurier-Embryos in Krokodileier eingepflanzt, in denen sie sich im Laufe einer Woche zu Dinosaurierbabys entwickeln. Das mit den Krokodileiern finde ich übrigens ziemlich interessant. Ingen-Brutstationen füttern die Baby-Dinosaurier mit Wachstumsfaktoren und hormonellen Stimulanzien, die das Aufwachsen der Tiere im Laufe einer dreiwöchigen Aufzucht möglich machen. Nebeneffekt dieser Behandlung ist, dass die jungen Dinosaurier an Immunschwächen leiden und empfindlich gegen Krankheiten sind, die unter Zootieren häufig vorkommen. Ingen empfiehlt allen Parkmanagern, Mittel für die Erforschung von Dinosaurierkrankheiten einzuplanen. Ja, ich habe es ja schon gesagt, Krankheiten sind ein großes Problem. Gerade bei den Dinosauriern, weil die eben, dadurch, dass sie so schnell wachsen, noch empfindlicher gegen Krankheiten sind. Deswegen habe ich gleich am Anfang gesagt, ich will auf jeden Fall schnellstmöglich alle Impfstoffe haben. Ingen hat die Grabungsrechte für einige der reichsten Fossilvorkommen der Welt erworben. An diesen Orten können ihre Grabungsteams Dinosaurierfossilien und Bernstein aus dem Mesozoikum ausgraben. Fossilien haben den geringsten DNA-Anteil, können dafür aber von geschulten Sammlern am leichtesten identifiziert werden. Im Schnitt enthalten Fossilien zwischen 5 und 20% Dinosaurier-DNA. Hatte ich auch schon erwähnt, Fossilien haben halt wenig DNA, aber man weiß dafür sofort, welche Qualität sie sind und von welcher Art. Bei Fossilienausgrabungen wird hin und wieder auch Bernstein aus dem Mesozoikum, versteinertes Harz von urzeitlichen Bäumen, entdeckt. Blutsaugende Insekten, die in diesen Bernsteintropfen eingeschlossen sein können, liefern einen hohen Anteil von Dinosaurier-DNA. Tests haben gezeigt, dass derartige Insekten bis zu 40% der DNA einzelner Dinosaurier enthalten können. Da ist halt nur das Problem, man weiß nicht, welche Dino-DNA da drin ist. Und wenn man dann zum Beispiel wie wir von einer Dinoart 100% hat, wie wir beim Trio, dann könnte diese DNA nicht verwendet werden. Deswegen bin ich bei Bernstein immer ein bisschen vorsichtig. Und ihr habt ja gesehen, der ist auch sehr viel wert, saumäßig teuer auf dem Fossilienmarkt. Da muss man dann immer ein bisschen schauen. Ingens Feldforscher haben die Grabungsrechte für einige der reichsten Fossilvorkommen der Welt erworben. Aus Sicherheitsgründen müssen die genauen Standorte geheim bleiben.
Die geologischen Formationen, zu denen ihre Teams Zugang haben, sollten ihnen allerdings Anhaltspunkte geben, welche Arten von Dinosauriern sie in den jeweiligen Standorten finden können. Dann wird zuerst die Morrison-Formation, die wird für uns sehr interessant, weil die ist Jura. Die Morrison-Formation ist eine der berühmtesten Dinosaurierfundstätten in den Vereinigten Staaten. Erste Entdeckungen wurden dort im Jahr 1877 gemacht und die Formation erstreckt sich über das westliche Tiefland der USA. Ingens Ausgrabung in diesem Gebiet enthält in großer Zahl Überreste von Dinosauriern des Jura. In der A haben wir, da haben wir angefangen, Stego, Cerato und Trio. Im B haben wir Brachio, Camara und Didelphō. Die Hölzschussformation. Die Hölzschussformation erstreckt sich über Teile von Montana, Nord- und Süddakota. Berühmt ist sie für ihre reichen Vorkommen an Dinosauriern der Kreidezeit. Ingens Ausgrabung befindet sich hier auf einem ergiebigen Fundort berühmter Dinosaurier. In der A haben wir den Torosaurus, den Carachodontosaurus und den Acrocanthosaurus, im B den Triceratops, den Edmontosaurus und den Pachycephalosaurus. Dann haben wir die Judith-Flussgruppe. Die Judith-Flussgruppe, die sich über Alberta, Saskatchewan und Montana erstreckt, besteht aus urzeitlichen Flusssedimenten. Die Ablagerungen sind vorwiegend für die Erhaltung großer und intakter Dinosaurier aus der späten Kreidezeit geeignet. Ingens Ausgrabung liegt in der Nähe der Ufer des Milk River. Da haben wir am Platz A den Anki, den Alberto und den Pachy. Ja, der Pachy kommt in zwei vor. Und auf Platz B den Rex, den Corythosaurus und den Styraco. Dann haben wir noch das Tendaguru-Flussbett. Das wird auch ein Flussbett, was uns sehr interessiert. Das Tendaguru-Flussbett in Tansania wurde im Jahr 1907 von einem Bergbauingenieur namens Weeby Settler entdeckt. Nachdem er den Fund gemeldet hatte, besuchte eine Reihe großer Expeditionen die Lagerstätte. Mehr als 200 Tonnen Fossilmaterials wurden ausgegraben und nur wenig blieb zurück. Ingens Ausgrabung liegt hier in einem der wenigen Bereiche, die unberührt geblieben waren. Also man merkt schon, hier hat man es ein bisschen schwer, Fossilien noch zu holen, aber es ist möglich. Und da gibt es nette Saurier. Da haben wir den Allosaurus, den Kentrosaurus und den Brachiosaurus immerhin. Ich meine, Kentro hat man auch der Morrison-Formation, aber die anderen beiden eben nicht. Und wir wissen es, der Brachio ist ein 5-Sterne-Saurier, der Allo ist ein 4-Sterne-Saurier. Also das wird sehr schön. Dann haben wir noch die Cennini-Formation, die erstreckt sich in der Tataouine-Region von Südtunesien. Ich hoffe, richtig ausgesprochen gerade. Sie ist Teil einer Abfolge kontinentaler Ablagerungen, die sich über ganz Nordafrika und die Sahara erstrecken. Ingens Ausgrabung bietet den Zugriff auf ein kleines, aber reichhaltiges Knochenfeld aus der Kreidezeit. Mit dem Spinosaurus, dem Uranosaurus und dem Carcharodontosaurus. Also auch drei sehr bekannten Dinos. Und zuletzt natürlich nicht zu vergessen die Flammenklippen von Ulaanbaatar. Die sind Teil der Djadochta-Formation in der Zentralmongolei. Sie wurden im Jahr 1922 von einer Expedition entdeckt, die vom amerikanischen Naturkundemuseum finanziert worden war. Zwar liegt die Ingen-Ausgrabung einsam und ist schwer auszubeuten, aber sie umfasst ein paar äußerst ergiebige Knochenfelder mit vielen Fossilien aus der späten Kreidezeit. Mit einmal dem berühmten Raptor, dem Gallimimus und dem Homalocephalus. Dann kommen wir zur Dinosaurier-Ausstellung. Wie gesagt, ich gehe das jetzt hier ein bisschen schneller durch. Ich hoffe, wir sind nicht nur mit Lesen beschäftigt. Wenn noch Fragen sind, irgendwas in die Kommentare, aber ich habe jetzt nicht vor, hier zu viel Zeit reinzustecken. Die Auswahl der Dinosaurier, die gemeinsam ein Gehege bewohnen sollen, ist fast wie die Besetzung eines Films mit Schauspielern. Die besten Ergebnisse bekommen sie, wenn ihre Stars alles bekommen, was sie gern hätten, und wenn sie sicherstellen, dass ihre Besetzung reibungslos zusammenarbeitet. Dinosaurier verursachen in einem Gehege wenig Probleme, wenn man sie alleine einsetzt. Ihr Unterhaltungswert steigt jedoch enorm, wenn mehrere unterschiedliche Arten miteinander interagieren.
Bei der Suche nach der optimalen Zusammenstellung sollten Sie zwei wichtige Faktoren beachten: das ökologische Gleichgewicht und den ausgewogenen Unterhaltungswert. Für das ökologische Gleichgewicht ist wichtig, dass die Gehege zum Beispiel groß genug sind, dass es ausreichend Futter und Wasser bietet und dass sich Wald und offenes Gelände gut abwechseln. Dinosaurier leiden schnell unter Stress, wenn ihre Grundbedürfnisse nicht erfüllt werden, was Sinn macht. Der ausgewogene Unterhaltungswert basiert auf einer Mischung von Dinosauriern im Gehege, die sich alles in allem gut miteinander vertragen, wenn sie verschiedene Dinosaurierarten zusammenbringen. Oder die halt mit Fleischfresser und Lieblingsbeute. Die vertragen sich natürlich nicht gut, aber da passt halt auch schön. Wenn sie verschiedene Dinosaurierarten zusammenbringen, ändert das die Bewertung ihrer Unterhaltungsanalysegeräts. Das Unterhaltungsanalysegerät ist das, was man zum Beispiel sieht beim Aussichtspunkt mit dem Prozent. Aber davon werden wir jetzt noch mehr lesen. Spannende Exponate sind meist solche mit Fleischfressern und lebender Beute. Unterhaltsame Exponate umfassen Pflanzenfresser, vorzugsweise in Herden. Und authentische Exponate setzen sich aus Dinosauriern mit dem gleichen Zeitalter und aus ähnlichen Lebensraum zusammen. Die besten Gehege sind diejenigen, die alle Qualitäten aufweisen und gleichzeitig auch Unterhaltung bieten. Ziehen Sie die Artenliste der Dinopädie zu Rate, um herauszufinden, welche Dinosaurier gut zusammenpassen. Fleischfresser haben stets eine bevorzugte Beute, Pflanzenfresser haben immer bevorzugte Freunde. Kennen wir schon, ist uns nichts Neues. So, dann gehen wir zur Parkverwaltung, weil Dinosaurierkrankheiten ist ein extra Punkt, den wir hier letztes. Und da wir die Zukunftswelt schon kennen, beginnen wir gleich mit den Besucherdienstleistungen. Besucher sind das A und O im Jurassic Park. Wenn ihr Park die Erwartungen seiner Besucher erfüllt, werden sie ihm mit Sicherheit ihren Freunden empfehlen. Je mehr Erwartungen sie erfüllen, desto mehr Menschen werden ihren Park besuchen. John Hammond, zurzeit Präsident von InGen, vertritt leidenschaftlich seinen Standpunkt, dass jedermann auf der Welt das Recht hat, sich an diesen Dinosauriern zu erfreuen. Ist ja ein Zitat, was John Hammond auch im Film bringt. Da sagt er halt nur, dass sie sich an diesen Tieren erfreuen sollen. Aber de facto ist es dasselbe. Ihre Aufgabe als Parkmanager besteht allerdings darin, das richtige Gleichgewicht zu finden, sodass Jurassic Park ein Ferienziel ist, das sich jedermann leisten kann und InGen dennoch wirtschaftlichen Gewinn verschafft. Zweifellos lieben ihre Besucher niedrige Preise, aber sie haben bald kein Geld mehr, wenn sie nicht auf ihre Kosten achten. Das Problem hatten wir im letzten Part. Wir hatten zeitweise Minus. Das war ein bisschen blöde. Man muss einfach mit dem Geld ein bisschen haushalten. Wenn Sie Ihre Parkeintrittspreise im Auge behalten, ist das ein guter Weg, um Einfluss auf die Zahl der Besucher Ihres Parks zu nehmen. Letztendlich setzt InGen der Anzahl gleichzeitig anwesender Besucher, die von der Firma versichert werden, strikte Grenzen. Je höher die Sternewertung Ihres Parks ist, desto mehr Besucher lässt InGen zu. Sollte man vielleicht wissen, man weiß zwar nicht ganz genau, was immer das Maximum ist, aber das ist eine Tatsache. Je mehr Sterne wir haben, desto mehr Besucher können wir haben. Als InGen das Jurassic Park Projekt entwickelte, wurden umfangreiche Umfragen durchgeführt, um herauszufinden, was Menschen von einem Dinosaurierpark wirklich erwarten. Diese Umfragen ergaben, mit der Gelegenheit, lebende Dinosaurier zu sehen, bereits zufrieden sind. Das wären die, die man unter dem Typ normal kennt. Abgesehen von dieser Hauptgruppe ergab die Analyse drei besonders anspruchsvolle Besuchsgruppen. Actionfans, Dinofreaks und Spaßfans. Die kennen wir aus dem Tutorial, aber hier lesen wir halt jetzt nochmal von ihnen. Die Actionfans sind vor allem auf Spannung aus. Die Teilnehmer der Befragung hatten zwar viele unterschiedliche Ansichten, stimmten aber darin überein, dass sie sich einen Vergnügungspark wünschen, der ihnen nicht langweilig werden soll. Gehege, die diesen speziellen Wünschen entgegenkommen wollen, sollten reichlich Fleischfresser enthalten, die miteinander kämpfen und sich gegenseitig fressen. Dino-Freaks sind mehr auf die Authentizität, den Realismusgrad des Dinosaurier-Erlebnisses aus. Ein hoher Prozentsatz
dieser Besucher sind Hochschulabsolventen und sie wollen einen realistischen Eindruck von den Dinosaurier-Exponaten haben. Gehege, die diesem Gruppe gefallen, sollten Dinosaurier aus ungefähr der gleichen Zeitperiode und demselben Lebensraum enthalten. Diese Leute möchten außerdem lieber eine paläologische, Gott, das Wort, Pflanzenwelt als Brutstationen und Dinosaurierfutterspender sehen. Also wie gesagt, da geht es darum, dass die Saurier ungefähr aus derselben Zeit kommen und aus demselben Lebensraum und halt viele Pflanzen. Sie wollen halt keine Maschinen sehen. Darum geht's vor allem. Die Spaßfans suchen vor allem Unterhaltungsqualitäten. Diese Besucher lieben die Idee eines Dinosaurier-Zoos, in dem die Dinosaurier bei alltäglichen Dingen wie dem Fressen, Schlafen oder Spielen zuschauen können. Sie hoffen auf Gehege mit großen Herden von Pflanzenfressern, die im friedlichen Einklang mit Mutter Natur leben. Um ihre Besucher bei Laune zu halten, während sie sich im Jurassic Park aufhalten, müssen sie nicht nur für ihre Unterhaltung und Sicherheit sorgen, sondern sich auch um ihre körperlichen Bedürfnisse kümmern. Das Herumlaufen in einem großen Park kostet ihre Besucher viel Energie. Und genau wie die Dinosaurier brauchen sie zwischendurch etwas zu essen, etwas zu trinken, sowie die Gelegenheit, sich ein bisschen auszuruhen und die Toilette aufzusuchen. Das wissen wir auch schon. Trotzdem gehen wir es hier halt nochmal durch. Kioske im Jurassic Park sind ausgestattet, um alle Geschmäcker zufriedenzustellen. Sie bieten eine breite Palette von Gerichten an und verkaufen Erfrischungen. Was gar nicht so breit ist, wie man es schon gesehen hat, aber gut. WCs im Jurassic Park sind diskret untergebracht und umweltfreundlich. Sie müssen viele WCs errichten, weil Besucher es hassen, wenn sie keines finden können. Macht natürlich Sinn und die Umweltfreundlichkeit hat man ja schön im Film gesehen, ne? Jurassic Park 1 mit dem Klo, das war eine meiner Lieblingsszenen immer. Aber gut. Besucher wünschen sich beim Betrachten der Dinosaurier auch einmal ein Päuschen. Sie sollten sich bemühen, in ihren Park Orte vorzusehen, die sich zum Ausruhen eignen. Ihre Besucher wollen auch, dass der Park so hübsch wie möglich aussieht. Sie bevorzugen einen sauberen Park, in dem die Gebäude regelmäßig gewartet werden und die Spazierwege nicht verschmutzt sind. Parkmanager sollten so viel wie möglich von den natürlichen Gegebenheiten ihres Parks wie Berge und Flüsse erhalten. Ja, deswegen habe ich darauf geachtet, bei Bergen und Flüssen immer nur das Minimum zu nehmen. Weil, man liest es hier, wenn man die nicht drin hat, wirkt es halt zu plastisch. Wenn man aber zu viele drin hat, hat man Probleme mit dem Bauen und das ist ein bisschen blöd. Dann Dinosaurier-Erlebnis. Ingens Forschungsabteilung hat das Dino-Unterhaltungsanalysegerät entwickelt, um sicherer erkunden zu können, wie Besucher ihren Park erleben. Je nach den Erwartungen, die ihre Besucher in Bezug auf den Park geäußert haben, untersucht das Gerät genau diese Qualitäten bei den Dinosauriern, die es beobachten kann. Also hier ist jetzt das Analysegerät, was jede Attraktion hat. Das Analysegerät zeichnet folgende Qualitäten auf. Einmal die Actionqualitäten, da sucht es nach kämpfenden Dinosauriern und jagenden Raubechsen. Wenn dabei Blut vergossen wird, zeichnet das Gerät das auf. Fleischfresser sind diejenigen, die in der Regel zu gewaltsamen Verhaltensweisen neigen. Logisch. Dann die Authentizitätsqualitäten. Das Analysegerät prüft die Zusammenstellung der Exponate, um festzustellen, ob die Dinosaurier aus ähnlicher Umgebung und Zeiträumen stammen. Auch auf das Vorhandensein paläologischer, Gott, dieses Wort, ernsthaft, Pflanzen wird geachtet. Spaßqualitäten, da sucht es nach Dinosauriern, die fressen, schlafen und spielen. Das Sozialverhalten von Dinosaurierherden wird hier natürlich besonders hoch bewertet. Das Analysegerät überträgt die aufgezeichneten Qualitäten auf eine Skala mit bis zu 100 Punkten. Dabei ist zu beachten, dass der Analysator mit den Beliebtheitsdaten der Dinosaurier programmiert wurde. Der Unterhaltungswert reflektiert die relative Beliebtheit ihrer Dinosaurier. Daher ist es einfach, mit 5-Sterne-Dinosauriern eine wirklich unterhaltende Ausstellung zusammenzustellen, aber mit nicht so beliebten Dinosauriern ist das sehr viel schwieriger.
Heißt, einmal einfach die 100%, je nachdem, was er aufzeichnet. Aber er wird automatisch höher, wenn es halt beliebte Dinos sind. Deswegen hatten wir zum Beispiel bei den Trios keine hohe Punktzahl, obwohl wir da einen schönen Spaßfaktor hatten, weil es halt eine Trio-Herde war. Weil es nun ein Sternesaurier ist, während das Stegos gewesen wäre, das höher. Und dann noch die Grausamkeiten gegen Dinosaurier, die habe ich ja schon mal erwähnt. Die Gesellschaft zur Verhinderung von Grausamkeiten gegen Dinosaurier, die GVGD und InGen haben eine Vereinbarung beschlossen, nach der geklonte Dinosaurier würdig und mit Respekt behandelt werden sollten. Obwohl die GVGD anerkennt, dass in einigen Situationen tödliche Gewalt unvermeidlich ist, um diese Lebewesen unter Kontrolle zu behalten, wird die Gesellschaft es nicht akzeptieren, wenn man Dinosaurier absichtlich grausam behandelt. Also ja, wir haben in diesem Spiel eine Art Tierschutzverein für Saurier. Das finde ich von der Idee her ziemlich geil, ehrlich gesagt. Ist einfach ein bisschen funny. Für Sie als Manager bedeutet das, einmal, man sollte Dinos nicht von den Augen von Besuchern ausrangieren. Es sei denn, es handelt sich um einen Parknotfall. Ja, also nicht einfach erschießen, das habe ich ja schon erwähnt. Und wenn man sie erschießen muss, ausrangieren muss, sollte man den Park für Besucher schließen, bevor man sich an die Arbeit macht. Umfragen unter Besuchern haben gezeigt, dass alle Besucher des Jurassic Park die Vereinbarungen zur würdigen Behandlung von Dinos gutheißen. Grausamkeit gegen Dinos verstört Besucher und wirkt sich negativ auf das Image des Parks aus. Deswegen erschießen tue ich eigentlich nie. Es ist einfach unnötig. Es kommt nicht gut an bei den Besuchern und es macht extrem unbeliebt. Wenn, dann tue ich die Dinos betäuben oder wenn es absolut nötig ist, das letzte Mittel nehmen, das, was man gesehen hat beim letzten Part, bei den Befehlen, wo ich dann gesagt habe, das sage ich noch nicht, was es ist. Aber erschießen tue ich eigentlich höchst selten. Also eigentlich nie. Höchstens im Tutorial war es halt nötig, in manchen Missionen ist es nötig, aber sonst eigentlich nie. Umgebungsqualität. Die Inselstandorte, der von InGen als für einen Jurassic Park geeignet ausgesucht wurden, befinden sich samt und sonders im nördlichen Pazifik. An den Grenzen der Territorialgewässer Costa Ricas. Dank der Großzügigkeit der Regierung von Costa Rica sind einige Inseln von der Westküste des Landes als mögliche Standorte für den Park ausgewiesen worden. Die Nähe dieser Inseln zum Äquator bedeutet ein ganzjährig verträgliches Klima mit geringen saisonalen Schwankungen. Das ist nicht nur für Besucher entscheidend, die eine warme tropische Umgebung genießen, sondern auch für die Dinosaurier. Klimatische Studien der Ökologie des Mesozoikums haben gezeigt, dass es damals zu viel geringeren jahreszeitlichen Klimawandlungen als heutzutage kam. Ja, deswegen ist die Insel da, wo sie ist. Die Dinosaurier vertragen Wetterwechsel einfach nicht. Die sterben dann nur. Deswegen war es ganz wichtig, was zu finden, wo nicht große jahreszeitliche Veränderungen kommen. Und das hat man dann auch so gesehen geschafft. Die Äquatoriallage der Insel bedeutet, dass die Dinosaurier nicht unter jahreszeitlichen Klimawechseln und extremen Wettersituationen leiden müssen. Trotzdem haben wir natürlich Jahreszeiten. Die Lage der Jurassic Park Inseln vor der Westküste von Costa Rica verleiht dem Parkareal den Vorteil eines Zwei-Jahreszeitenwechsels. Ihre Jahreszeit erstreckt sich jeweils über ungefähr 6 Monate. Einmal gibt es die Regenperiode. Diese Jahreszeit herrscht von Juni bis November, also die Jahreszeit, wo wir gerade drin sind bei uns im Spiel. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 25 und 27 Grad Celsius. Ja, ich weiß schon, ziemlich warm. Wie gesagt, liegt nah am Äquator, deswegen ist nie wirklich kalt im Jurassic Park. Es gibt starke Regenfälle und gelegentlich Wirbelstürme. Sollte ein Wirbelsturm drohen, ist es ratsam, den Park sofort in den Notfallmodus zu versetzen. Ja, von Wirbelsturm werden wir später noch lesen. Das sind so ziemlich die schlimmsten Sachen, die einem Park passieren können. Und dann gibt es natürlich noch die Trockenperiode. Die dauert von Dezember bis Mai. Die Durchschnittstemperatur liegt zwischen 26 und 32 Grad Celsius. Und während der Trockenperiode fällt natürlich kaum Regen.
Stattdessen gibt es häufige Hitzewellen. Die sind nicht ganz so schlimm, sind aber auch nicht so toll. Im Laufe tropischer Hitzeperioden trocknet die Insel häufig aus und sowohl Dinosaurier als auch Menschen, als auch Besuchern, droht Dehydrierung. Also da ist dann Wasser ganz wichtig, weil man will ja keinen Tod durch Verdursten haben. Die vorherrschenden Nordostwinde erreichen Durchschnittsgeschwindigkeiten zwischen 0 und 16 km/h. Im Verlauf tropischer Stürme können allerdings auch durchaus extreme Windgeschwindigkeiten auftreten, die jeglichen Luftverkehr unmöglich machen. Parkmanager sollten Fahrzeugverbesserungen erforschen, die es dem Personal erlauben, ungeachtet der Wetterbedingungen Notfallmaßnahmen zu ergreifen. Habe ich ja schon gesagt, für den Ranger gibt es ja eine Verbesserung, dass der Ranger bei jedem Wetter fliegen kann, außer Wirbelstürme. Also Wirbelstürme sind immer unmöglich, aber normalerweise kann der Ranger auch zum Beispiel beim Gewitter nicht fliegen. Das kann er eben nur mit dieser Erforschung. Angesichts des hohen Besucherverkehrs in ihrem Park gibt es drei Kategorien, in denen Pflegemaßnahmen notwendig werden. Einmal natürlich die Reinigung. Verschmutzte Wege sind eine natürliche Folge des Besucherverkehrs, verringern aber die Zufriedenheit ihrer Besucher mit dem Park. Achten Sie auf genug Putzstationen und stellen Sie die notwendige Anzahl von Reinigungskräften ein. Dann die Besucherdichte. Die könnte wirklich ein Problem werden. Hatte ich schon öfters das Problem. Ein beliebter Park kann schnell sehr gut besucht sein. Das kann sich negativ auf die Sicherheit Ihrer Besucher auswirken. Denn es wird schwerer, im Notfall den Park rechtzeitig zu evakuieren. Wenn Ihr Park zu Überfüllung neigt, sollten Sie so schnell wie möglich damit beginnen, Ihre Weganlagen auszubauen. Und dann haben wir natürlich noch die Wartung. Geräte und Attraktionen können durch eine Vielzahl von Einwirkungen beschädigt werden. Zum Beispiel einen Blitz. Ihr habt ja gesehen, man kann die Zäune testen, deswegen. In einem schlecht gewarteten Park bekommen die Besucher schnell Angst. Beschädigte Gebäude sollten so schnell wie möglich repariert werden. Denken Sie daran, dass ein schlecht gewarteter Park auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Engine den Park schließt. Es zahlt sich aus, bei der Wartung des Parks am Ball zu bleiben. Denn das vermeidet Beschwerden des Hauptbüros. Die Geländegestaltung ist ein wichtiger Bestandteil beim Ausbau und Pflege Ihres Inselgeländes. Wenn Sie Ihren Park entwickeln, wird durch die meisten Baumaßnahmen das jeweilige Baugelände eingeebnet. Das macht es einerseits leicht, Ihren Park zu bebauen, wirkt sich aber andererseits auch auf die natürliche Schönheit der Inselumgebung aus. Ja, hier haben wir das wieder mit den Bergen und mit den Flüssen. Man kann sie einebnen. Man kann auf Bergen nicht bauen, aber es sieht halt hässlich aus und nicht natürlich aus. Das ist natürlich ein Faktor, den man bedenken sollte. Besucher und Dinosaurier sind viel zufriedener in einer natürlich wirkenden Parkumgebung als in einer, die einem städtischen Zoo ähnelt. Nachdem Sie mit der Gestaltung Ihres Parks begonnen haben, sollten Sie regelmäßig das Gesamtbild Ihrer Insel in Augenschein nehmen und überprüfen, ob Sie nicht natürliche Gegebenheiten wiederherstellen oder verbessern können. Und dann haben wir noch die Sicherheitsmaßnahmen. Jetzt klicke ich die kurz an und dann schaue ich kurz, wie lange wir noch haben. Oh je, wir haben schon überzogen. Ja gut, ich mache die Folge trotzdem noch fertig, weil ich dachte schon, dass wir überziehen. Ich mache die Folge trotzdem noch fertig, weil ich habe es ja gesagt. Und es stand halt in den Kommentaren, dass es unbedingt gelesen werden sollte. Stand in den Kommentaren ja auch auf jeden Fall jeden Tag eine Folge. Das heißt, die nächste Folge wird dann einfach abgekürzt. Aber ich werde jetzt nicht aufhören. Ich werde jetzt hier noch fertig lesen. Am allerwichtigsten ist es, das Leben Ihrer Besucher zu schützen, wenn Sie einen erfolgreichen Park führen wollen. Die Parkumgebung steckt voller potenzieller Gefahren, die Ihre Besucher das Leben kosten können. Ja, sieht man sehr schön in Jurassic Park Filmen. Es liegt an Ihnen, was Sie unternehmen, um genug Maßnahmen im Notfall ergreifen zu können. Wenn Ihr Park sich als gefährlich erweist, werden die Besucher, wer hätte es gedacht, ausbleiben. Die vorrangige Aufgabe von Jurassic Park Rangern besteht darin, das Leben der Besucher zu schützen. Sie können schnell auf den Ausbruch von Dinosauriern oder Naturkatastrophen reagieren, indem Sie mit Hubschraubern zum Einsatzort eilen. Investieren Sie in Erforschung der Entwicklung von Fahrzeugverbesserungen, damit Ihre Hubschrauber bei jeglichem Wetter eingesetzt werden können. Nur wenn ein Wirbelsturm durch Ihren Park tobt, ist Ihr Luftverkehr unmöglich. Natürlich, sonst würde der Hubschrauber halt abstürzen.
Todesfälle unter ihren Besuchern sind nicht nur problematisch im Hinblick auf die Beliebtheit ihres Parks und die Sicherheitsbewertung, sondern sie gehen auch ins Geld. Wann immer in ihrem Park ein Besucher sich sein Leben verliert, zieht InGen eine Kompensationszahlung von ihrem Parkbudget ab. Die Gebühr, der Grund dafür ist, dass jeder Besucher-Todesfall InGen Millionen Dollar kostet und sie müssen um ihre Vernachlässigungen der Sorgfaltspflege eine entsprechende Strafe akzeptieren. Ja, man sollte keine Besucher verlieren. Da ist einfach keine geholfen. Das ist in allen Sachen schlecht. Es wirkt sich schlecht auf die Beliebtheit aus, natürlich. Es bringt eine Menge Ärger von InGen. Es ist beschissen bei der Sicherheitswertung und, wie man sich schön liest, es kostet Geld. Und zwar für jeden Einzelnen. Deswegen muss man da schon sehr aufpassen. Es ist harte Arbeit, die Sicherheit im Jurassic Park zu gewährleisten. Die Hauptgefahr im Park geht von ihren Hauptattraktionen aus, den Dinosauriern. Hier ein paar einfache Regeln, die Ihnen helfen können, die Gefahr von Todesfällen unter Ihren Besuchern zu minimieren. Sorgen Sie für den jeweiligen Dinosaurier angemessene Einzäunungen. Schlagen Sie in Ihrer Dinopädie nach, wenn Sie Ihren Park mit neuen Dinosauriern besiedeln. Für jede Art gibt es einen empfohlenen Einzäunungstyp. Ja, das ist eben Zaunstufe 1, Stufe 2, Stufe 3. Wenn man zu niedrige Zäune nimmt, dann kann der Dino halt wirklich da durchbrechen, wenn er mal sauer ist. Und ja, das ist nicht toll. Platzieren Sie Ihre Ranger-Stationen mit Bedacht. Je weiter die Wege der Ranger sind, desto länger werden Sie brauchen, einen wütenden Dinosaurier unter Kontrolle zu bringen. Benutzen Sie Ihre Inselkarte, um Strategien für Eingrenzung jedes möglichen Ausbruchs zu entwickeln. Ich habe ja den Ranger neben den Parkeingang gesetzt. Ich hatte nie Probleme damit, dass der Ranger zu lang braucht, aber es ist natürlich ein Punkt, der wichtig ist. Da. Wenn Sie ordentliche Arbeit erwarten, machen Sie sie selbst. Scheuen Sie sich nicht, selbst einzugreifen, wenn Sie Ranger bei Ausbrüchen in den Einsatz schicken. Übernehmen Sie manuelle Steuerung des Rangers, Ranger-Helis und zeigen Sie den Leuten, warum Sie der Boss sind. Ja, das schöne alte Spruch, wenn du etwas gut haben willst, dann mach es selber. Weil gerade bei zum Beispiel Beruhigen gilt das. Man kann eben auch, wie man sieht, Befehle geben, dass der Dino beruhigt werden soll oder sonst was. Das Problem ist halt, der automatische Ranger ist ein bisschen dumm. Die verschießen zum Beispiel öfters und so, und das ist besser, wenn man es selber macht. Erforschen Sie leistungsfähigere Technologie. Automatische Sicherheitssysteme sind häufig dort in der Lage, Probleme zu lösen, wo Ranger zu langsam reagieren würden. Installieren Sie Überwachungskameras und Wachtürme in der Nähe potenzieller Problemstellen. Habe ich ja schon was gesagt bei dem Tutorial. Wachtürme nehme ich persönlich nie, weil sie einfach in meinen Augen zu riskant sind. Überwachungskameras, ja, kann man machen, bei den Fleischfressern vielleicht, aber halte ich auch. Also, wie gesagt, ich hatte damit noch nie ein Problem. Letzten Endes ist Vorsorge immer noch die beste Medizin. Wenn Sie sich gut um Ihre Dinosaurier kümmern, sollten die nicht so böse werden, dass sie auszubrechen versuchen. Und ja, dann gibt es natürlich noch die Umweltkatastrophen. Da kommen jetzt die Wirbelstürme, wie ich vorher schon gesagt habe. Sie stellen das Jurassic Park Management natürlich vor erhebliche Probleme. Zwar ist es möglich, die Gefahr eines Dinosaurierausbruchs zu minimieren, aber es gibt keinen Weg, das Wetter zu kontrollieren. Im Wechsel der Jahreszeiten ist es wichtig, die sich ändernden Wettervorhersagen im Auge zu behalten und auf das Schlimmste gefasst zu sein. Deswegen gucke ich so oft auf die Wetterkarte. Man muss einfach schauen, wann droht zum Beispiel ein Gewitter, wann droht ein Wirbelsturm, wann droht eine Hitzewelle, damit es nicht so viele Probleme gibt damit. In der Regenperiode treten gelegentlich Wirbelstürme auf. Denn diese mächtigen Stürme toben durch ihren Park, töten ihre Dinosaurier und richten Schäden an ihren Gebäuden an. Achten Sie darauf, Ihren Ranger entsprechend gut auszurüsten und genug Geldmittel für die Reparaturen bereitzuhalten. Also da sollte man wirklich komplett sparen, weil es wird teuer. Außer man hat Glück, einen kleinen Park und der Wirbelsturm segelt vorbei, aber das ist sehr selten.
In der Trockenperiode kann die Dürre ihrer Insel zusetzen. Wenn ihre Insel unter der Hitzewelle leidet, sollten sie den Stresslevel ihrer Dinosaurier im Auge behalten. Sowohl Dinosaurier als auch Besucher fühlen sich extrem unwohl, wenn sie in der sengenden Hitze keine Erfrischungen finden können. Logischerweise. Gut, dann kommen wir jetzt noch zu den Krankheiten. Und dann hören wir die Part auf. Sorry, dass es jetzt nur lesen war, aber ihr wolltet es. Es stand in den Kommentaren, also machen wir das. Genau wie andere Tiere in Gefangenschaft werden auch Dinosaurier hin und wieder krank. InGen-Dinosaurier allerdings sind noch anfälliger gegen Krankheiten, weil sie infolge ihres beschleunigten Wachstums bereits mit Immunschwächen geboren werden. Krankheiten bedeuten ernste Probleme für ihren Park. Im besten Fall beschweren sich Besucher über ihre mangelnde Fürsorge für die Dinosaurier und im schlimmsten Fall sterben ihre Dinosaurier. Die Verantwortung dafür, dass in ihrem Park auf Krankheitsausbrüche geachtet und Krankheiten behandelt werden, liegt auf den Schultern ihrer Ranger. Und sie müssen darauf achten, dass ihre Ranger über die notwendigen Impfstoffe zur Eindämmung von Krankheitsausbrüchen verfügen. Die Erforschung von Impfstoffen ist eine wichtige Vorsorgemaßnahme, um die Ausbreitung von Krankheiten hier im Zaun zu halten. Ist eine Krankheit aufgetreten, kann sie sich rasch im ganzen Park ausbreiten. Wenn sie aber Impfstoffe bereithalten, haben sie die Möglichkeit, die Dinosaurier zu impfen, bevor sie sich anstecken können. Es gibt 6 Hauptkrankheiten, von denen Dinosaurier befallen werden. Dieses Verzeichnis liefert Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen, um diese Krankheiten zu erkennen. Als erstes haben wir den Klumpfuß, das hellblaue Symbol. Es handelt sich um eine Entzündung des Dinosaurierfußes, die auftreten kann, wenn sich eine Verletzung oder Abschürfung infiziert und der Infektionsherd überwuchert wird. Das Ergebnis ist eine äußerst schmerzhafte Geschwulst, die den befallenen Dinosaurier hinken lässt, sein Tempo einschränkt und einen enormen Stressfaktor bedeutet. Also nicht tödlich, aber sehr schmerzhaft, weil er kann dann nicht mehr richtig laufen, einfach ein infizierter Fuß. Ganz blöde Sache. Dann haben wir die Dinokolik, das ist das dunkelblaue. Es handelt sich um eine weniger gefährliche Infektionskrankheit, die sich auf das Verdauungssystem des betreffenden Dinosauriers auswirkt. Er wird daraufhin weniger fressen, mehr trinken und massiv ausscheiden. Zwar ist die Krankheit nicht unmittelbar tödlich, aber sie schränkt auf jeden Fall die Attraktivität des betreffenden Dinosaurier ein. Ja, also da haben die quasi dann die Scheißerei, wenn man so will. Sie trinken nur noch, fressen fast nichts und können nichts bei sich behalten. Ist natürlich auch nicht so toll. Gerade zum Anschauen nicht. Deswegen mit der Attraktivität. Dann haben wir die Dino-Grippe, das Lila-Symbol. Das ist genau das, wonach es klingt. Denn diese Form der Grippe lässt ihre Dinosaurier niesen. Betroffene Tiere verlieren den Appetit und ermüden schnell. Die Dino-Grippe ist hoch ansteckend und wird unter Umständen rasch auf andere Dinosaurier des Parks übertragen. Dann haben wir den Zeckenbefall, der ist auch sehr ätzend, das ist das gelbe Symbol. Zecken sind kleine Parasiten, die sich in die Haut von Dinosauriern festkrallen. Einmal festgekrallt, ernähren sie sich vom Blut ihrer Opfer, erzeugen Juckreiz, Nervosität und Appetitlosigkeit. Ja, ist interessant, wie viele Dino-Krankheiten den Appetit oder halt das Fressen beeinflussen. Wird Zeckenbefall nicht behandelt, führt er gelegentlich in völliger Lähmung des betroffenen Dinosauriers. Also da können Dinos wirklich dran sterben. Bei den meisten Krankheiten können sie nicht dran sterben, aber trotzdem negativ. Bei Zecken können sie sterben. Dann gibt es die Vergiftung. Das war ja das Letzte, was wir erforschen oder was wir gerade erforschen. Hierbei handelt es sich um ein sehr ernstes Problem, das pflanzenfressende Dinosaurier betreffen kann. Giftstoffe ausgefressener Pflanzen können sich im Körper eines Dinosauriers anreichern, bis sie ein Maß erreichen, das den Dinosaurier lähmt. Am Ende kann sich diese Lähmungsvergiftung sogar tödlich auswirken. Ja, einfach eine Vergiftung. Wie schon der Name sagt, das ist das hellgrüne Symbol. Und ist natürlich ganz toll, wenn dann Pflanzenfresser sterben wegen Pflanzen. Und dann haben wir noch das rote, die Tollwut. Das ist eine enorm gefährliche Krankheit, die fleischfressende Dinosaurier in ihrem Park befallen kann. Im frühen Stadium der Krankheit
fangen betroffene Dinosaurier an zu zittern und sind außergewöhnlich durstig. Im späteren Stadium laufen betroffene Dinosaurier amok und greifen alles an, was sich bewegt. Eine typische Tollwut halt. Aber wenn man bedenkt, dass es alle Fleischfresser betreffen kann, also auch ein T-Rex oder so, ist das, ja, sagen wir, unschön. Die Behandlung von Dinosaurierkrankheiten ist dank Ingens Forschungslabors für schnell wirkende Impfstoffe eine einfache Sache. Sie müssen allerdings sicherstellen, dass sie alle notwendigen Mittel bereithalten. Wenn sie einen erkrankten Dinosaurier entdecken, entweder fallen ihnen entsprechende Symptome auf oder das Tier zeigt das Krankheitssymbol. Das sieht man hier schon, das ist das grüne Plus. Sollten sie diesen Dinosaurier anwählen und den Befehl Impfen erteilen. Also Befehle oder halt selber machen natürlich. Leidet der ausgewählte Dinosaurier an einer Krankheit, für die sie bereits einen Impfstoff bereithalten, wählen sie das entsprechende Serum in der Liste an und geben den Befehl Einheit Impfen. Der Ranger, der sich am nächsten befindet, wird daraufhin losgeschickt, die Impfung durchzuführen. Hat sich die Krankheit bereits in einer Dinosaurierherde ausgebreitet, können sie den Befehl Artimpfen erteilen. Damit sämtliche Mitglieder der entsprechenden Dinosaurierart geimpft werden. Geht aber nur auf einzelne Arten, sollte man wissen. Also wenn man zum Beispiel Tollwut hat im Park und impft dann die ganzen Tyrannosaurier, heißt das nicht, dass alle Fleischfresser geimpft sind, sondern nur die Tyrannosaurier. Das ist ein wichtiger Faktor, den man wissen sollte. Sollten Sie den Impfstoff für die jeweilige Krankheit noch nicht besitzen, werden Sie dazu aufgefordert, die Forschungsabteilung aufzusuchen, wo Sie die Erforschung des benötigten Serums einleiten können. Und dann gibt es noch eine ganz schöne Sache, die wir auch uns sehr bald holen. Nee, die kommt gleich. Aber erstmal nach der Impfung werden Dinosaurier immun gegen die jeweilige Krankheit, die sie dann lebenslang nicht mehr bekommen können. Jetzt, das ist auch das Letzte, gibt es eine ganz schöne Sache. Als Vorsorgemaßnahme können Sie die Brutstation-Impfung verbessern, für Ihre Brutstation erforschen. Diese Verbesserung stellt sicher, dass alle zukünftig produzierten Dinosaurier mit allen in ihrem Besitz befindlichen Impfstoffen behandelt werden, bevor man sie in die Parkumgebung entlässt. Das heißt, sobald wir alle Impfstoffe haben, werde ich das erforschen, weil dann werden alle Dinos, die wir danach, wenn wir die haben, produzieren, automatisch gegen alles geimpft und können nie wieder krank werden. Damit kann man das Thema Krankheiten von vornherein quasi erledigen. Man braucht halt nur die Impfstoffe für, man braucht halt Zeit für. Die Dinosaurierarten lese ich, wie gesagt, nicht durch. Die lernen wir während dem Spiel kennen. Ingens Zukunftsplan haben wir schon. Und Beliebtheit, mit so Zukunftszeitdiagramm und Größenvergleich haben wir auch schon. Jetzt gucken wir nochmal kurz. Ja, 47 Minuten, scheiße. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat. Da ich ja keine Folge aussetzen soll, werde ich beim nächsten Mal wieder ganz normal darauf achten, eine halbe Stunde zu spielen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt leider nur Lesen. Weil ja, normalerweise wäre die nächste Folge 13 Minuten, aber wie gesagt, bei diesem Projekt mache ich immer eine halbe Stunde. Wir haben ja auch damals bei den Tutorials immer überzogen. Und genau, ich freue mich, wenn wir dann beim nächsten Mal wieder richtig loslegen. Wenn es noch Fragen gibt wegen der Dinopädie, einfach in die Kommentare stellen. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn ihr später bei den anderen Projekten wieder dabei seid. Bis dahin, Freunde, gehabt euch wohl.